Okay, Zeit ist gekommen. Heute werden wir reich. Heute gibt es ein Quiz. Für jede Antwort, die ich richtig gebe, kriege ich von meinem Mod Nikita 100 Euro. Momentan ist er im Plus mit 725 Euro. Das heißt, wenn ich 8 oder mehr Fragen richtig beantworte, dann sind wir im Plus. Und das ist unser Ziel heute. Egal, was er uns rausgesucht hat, es muss ein Quiz sein mit mindestens 30 Fragen. Und egal, wie schwer die sind, davon sollte ich eigentlich im Fußballbereich 8 hinbekommen. Wir gucken mal. Okay, da ist auch schon wieder der Link. Dann gehen wir mal rein, YouTube-Link, und ab geht's! Ein Total Football Quiz mal wieder. Rat die drei versteckten Spieler in einem Bild. Schweres Level. Das ist eigentlich, ich kriege mal irgendwas, wo auch ein Titel schwer steht. Aber ist auch vollkommen legit. Ist auch wirklich vollkommen legit. Gäste, three hidden players in one picture. Okay. Drei Spieler sind in ein Gesicht gefotoshoppt und wir müssen sagen, welche drei das sind. Wir kriegen die 100 Euro auch nur, wenn wir wirklich alle drei Namen gesagt haben, weil ansonsten macht's ja, denke ich, keinen Sinn. Dann gehen wir mal rein. So. Gib her die Spieler. Gib her die Gesichter. Ich bin eigentlich gut in sowas. Ich kann Gesichter gut erkennen. So. Ja, müsste eigentlich Salah, Neymar, Benzema. Und da sind schon die ersten 100 Euro. Let's go. Irgendwie zu dunkel für Ronaldo, oder? Nee. Ronaldo, Dembélé, Giroud? Oh mein Gott, hier Nikita, hier. Warte, was ist jetzt? Hey, wer hat noch Salah schon? Hä? Hat Salah, Depay und Bernardo Silva. Sané! Ah! Okay, das war schlecht. Hä? Was, wer ist das oben? Fuck! Griezmann, Luis Diaz, Casemiro? Ah, es ist immer einer momentan, der uns zurückhält. Wir müssen uns wieder ein bisschen straffen. Ja, doch. Bei dem bin ich mir ziemlich sicher. Du bist doch... Bist du das in der Mitte? Kane, Griezmann, Sabitzer. 300! Okay! So hält man sich das Modgehalt also zurück. Ja, es muss, warte. Aubameyang, Wijnaldum, Gnabry. Oh mein Gott, ich bin so gut. Es ist in der Mitte. Es ist unten. Da unten weiß ich, Mitte. Adama Traoré, Hakimi und... Keine Ahnung. Jesus! Okay. Hey, was ist das denn für einer? Wer ist das denn in der Mitte? Warte. Das Trikot spoilert halt auch viel. Unten ist Joao. Oben Kroos und in der Mitte Delikt. Werner, De Jong und Joao, das hat ja vorne und hinten nicht gestimmt. Digga, Piqué, Mount und Valverde? Thomas Müller vorne, what the, was ist los auf einmal? Sancho, Suarez, Ramos, bam, bam. Der war jetzt wieder easy. Boah, da sind teilweise schwere mit dabei. Aber wir sind einfach jetzt schon. Wir sind einfach jetzt schon bei 500. Oh mein Gott. Havertz? Son? Das ist nicht die Baller, das ist... Nein, wer ist das? Chiesa! Oh, den hätte man haben können. Den hätte man haben können. Haaland, Mount, De Bruyne. Langsam muss die Strichliste führen. Ja, ist richtig. Dann. Ist das Rabiot? Verratti? Dybala? Das wäre jetzt ein Big Point. Maguire!
Digga, mein Call war auch voll gut. Warte. Hä? Chiellini, Coman, Wijnaldum? Hat's nur doll. Was ist das denn? Hä? Digga, ich hab gar keine Ahnung. Keins. Jetzt wird schwer. James, Laporte, Suarez. Oh mein Gott! Das war sogar mega gut! Der oben mit Suarez, der Call war halt richtig los. Aber ich dachte, alles ist falsch. James, Laporte. Hazard, da hätte man auch drauf kommen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Upamecano, Kanté. Der hat blau in den Haaren. Hat Pogba blau momentan? Pogba. Let's go, let's go. Another one. Another one. Wir sind schon im Plus. Ab jetzt der Rest ist Urlaubsgeld. Nice, nice. Wie heißt der? Mbappé? Oh, wie heißt der? Wie heißt der? Der ganz Junge. Ja, wenn ich auf den nicht komme, wollte ich auf den anderen nicht erraten. Oh, okay, an den habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, dieser absolute Youngster da. Ja, die waren ehrlich schwer. Hummels? Bale und Emre Can und Ibrahimovic ist das in der Mitte. Wer hat denn diese Haare in blond, Mann? Ronaldo, ist das ein altes Video? Nee, ist nicht unten Ronaldo. Lewandowski, ja? Wer ist das oben, Mann? Anthony und Morata. Digga, was ist los auf einmal? Vidal? Wer lacht denn so? Ah! Achso! Vidal, Messi, Bruno. Let's go, let's go! Alaba, Varane und in der Mitte Firmino? Nee, wer ist das? Van Dijk? Was? Niemals wäre ich drauf gekommen. Grealish, Di Maria und Musiala. Also die sind ja alle so einfach. Die sind ja alle so einfach. Krank. Krank. Von jedem so das Eindeutigste genommen. Wer ist hier unten? Ansu Fati, Eder Militao und... Wie heißt der? Wie heißt der? Mann! Gott! Gott! Perisic? Nee. Rüdiger ist unten. Oben ist Perisic. In der Mitte? Das ist nicht Kovacic, oder? Icardi. Oh mein Gott, egal, das ist alles ihr Bonus. Wir werden die Statue am Hals nochmal. Im Totenkopf. Marquinhos, Piqué und Ederson? Ja! Es ist Ederson! Der hat doch irgendwie so einen Kussmund oder sowas. Oh shit. Another one. Another one. Another one. Wie viele haben wir noch? 5 Spieler oder so, okay. Marcelo, Kimpembe und Lukaku. Zeig. Courtois. Unten ist Kammerwinger und in der Mitte, was ist das? Machst du? Nee, den wird keiner nehmen, weil der... Hä, wer ist das in der Mitte? Dest! Rodrigo Mahrez und Wingert die Stirn. Ist das Courtois?
Frankie de Jong, Lautaro Martinez. Und dieses Kind kann jedem gehören, Mann. Thorsten Rummenigge, John Stones, Vlahovic ist das sogar oben. Das ist Mats Hummels unten. Ander Herrera. Und Araujo. Let's go, oder? Man muss einfach mitzählen, man muss einfach... Was ist das denn? Lloris hat ja übelst den... Lloris und Mané aufeinander. Das ist ja mal ganz kurios mit Firmino. Das sieht ja aus wie so ein richtiger Hamster. Leute, 1200 Euro. Ich sag mal so, Nikita macht trotzdem gutes Geld diesen Monat, aber er hätte sich nicht darauf einlassen sollen mit mir. Mit Träumenden hat er mich letztes Mal gehabt, aber jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Ich glaube, es gibt Leute, die können so Gesichter und so nicht gut erkennen. Ey, ich bin so gut da drin. Ich kann mir Namen nicht merken, aber Gesichter erkennen. Würde ich sagen, bin ich ganz gut, auch wenn jetzt jeder in die Kommentare schreibt, er war besser als ich. Aber ich glaube, Nikita kann das gar nicht, sonst hätte er nicht gedacht, dass das hier schwer wird. Also es war ja auch schwer, ich habe mehr falsch als richtig, aber trotzdem. So, Geld ist angekommen. Gerne wieder. Wenn Nikita Bock hat, kann er sich gerne melden. Dann machen wir nochmal so ein Duell gegeneinander. Muss man sehen, ne? Muss man sehen, ob er da nochmal Lust drauf hat. GG! Waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr coole Quizzes.